Guten Morgen, liebe Leute. Nachdem Tag 1 erfolgreich beendet wurde, starten wir Tag 2 mit dem Frühstück. Ja, gibt's. So, ja, ein Tisch. Und auf den Tisch. So, hinter uns, die Bäume müssen alle weg. Die sind ja auch nur im Schnitt 24,3 Meter. Ja, im Schnitt sind sie 24 Meter hoch. Wir müssen alle weg. Das Ganze machen wir für einen Apfel und ein Ei. Weil ja ein guter Kunde aus dem Fahrradsalon ist. Muss man ja mal dazu sagen. Ne? Also, falls ihr jemanden sieht, der sich mit sowas auskennt, ja, wir wissen, wir sind bescheuert. wie im Kindergarten früher. Gab's da auch immer die Einlagen in einer Konservendose? Makrelenfilet. Kann man ja nicht daran erinnern, also ich kann mir einen zum Mittag. Zum Frühstück. Danach geht's los. Kurz abgeschlagen vom Post. Hat mir nie gefallen, an der Ecke da. Ja, die Ecken sind immer gut. Das ist eine Katastrophe, hier Grundstück mit dem Abtransport von dem Zeug, hast du echt ein Problem. Wir haben jetzt den einen Baum geschafft gestern und das hier muss ja alles noch weg, aufgestapelt werden nach vorne, das Holz hier am Zaun. Mann, was für ein Baum, was für ein Baum, ein Riesending, ey. Hier vorne, hier mal immer ein Lager und hier. Hier kommt dann noch der Schredder hin, der Häcksler und dann kommt das alte Rinni pustet in den Wald. Und eigentlich wollten wir das Holz hier drüben auf dem Grundstück aufschichten, aber das kriegen wir nicht hin. Kommst du hier nicht hoch? Ja, ich schon angefangen. Hier ein paar Scheiben hingebracht. Zwei Stück hier und eigentlich hier dazwischen die ganzen langen Stücken, aber ey, schaffen wir nicht. Das ist viel zu viel Arbeit. Viel zu viel Aufriss. Oh, es ist noch viel Arbeit. Als erstes räumen wir hier auf und dann machen wir hinten die Stämme runter. Weil dann brauche ich den Platz ja hier zum Langlaufen und. Oh, so, Mittagspause. Hier vorne ist aufgeräumt. Das ist schön. Das ist geschafft. In einem Baum haben wir geschafft, in zwei Tagen, um Gottes Willen. Jetzt fangen wir den nächsten an. Aber hier ist aufgeräumt, das muss noch runter, hier sieht man eh mal. Da liegt das Holz, ein bisschen was haben wir auf dem Auto, damit das nicht zu viel ist hier und dann
jede Woche Zeit, dann schaffen wir es. Die anderen sind nicht mehr ganz so schwer wie der. Jetzt fahren wir wieder in Lillis Schlemmerstübchen oder so. Ich habe ja keine Ahnung, wie das heißt. Tilia oder so. Passend zum Baum. Das Restaurant Tilia. Und wir sind beladen zum ersten Mal mit der Kiste. Auto. Ist ja nur überlackiert, habe ich ja gesagt. Aber ist ja halt wirklich bei euch, wenn ein Stück ist. Nicht, dass das ein tragendes Element ist. Ja, Träger. Träger. Ja, ist schon in Ordnung, Dennis. Alles gut. Alles richtig gemacht. Komm. Komm, komm. Komm. Alter, ist ein bisschen Gewicht drauf. Ja, komm, komm, komm. Ja, so fein. Das ist halt nicht richtig, das ist restauriert. Hier. Wo kommt denn das leere Teil? Na, ist Träger oder. Nee, da ist nicht abgefallen. Kann das sein, hier hinten von der Karosse, von dem Chassis? Ja, oder? Kann auch sein, von dem, von den, Türen, ach, wie schon hier. Seiten, Ladebord, Wänden. Ach so, ja, das stimmt. Genau, vielleicht kommt es selber, das ist ja ein bisschen dicker. Nein, das ist ja schon dann doch ein bisschen Metall. Ja. Also das ist ja nicht nur ein Stück Cola-Dose, sondern... Oh, ich muss den ersten Gang ausgiebig fahren. Ja? Ja. Oder kannst du den zwischenschalten, oder? Nee, danke. Ja, aber die Beschleunigung ist ja noch echt, muss ich sagen. Das ist toll. Ich fahre 30, ja. Ich fahre nicht mal 30. Also, wenn das wie... Tilia, war hier lang. Genau. Nee, war das hier lang? Ja, 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 doch. Ja. Oder war da vorne da lang? Nee, das war hier lang. Hier lang, hier lang? Da nach rechts. Da lang, hier lang? Ja, guck mal, jetzt testen wir mal die Beschleunigung, weil ich muss schneller sein als er. Ohohoho! Ja, das, der schwimmt ja wie. Ja. Wie ist das Fahrverhalten von dem so beladen? Schwammig, knackig, nussig, nicht zu süß. Okay. Jetzt folgt er es jetzt gerade. Naja, aber er kommt aus dem Knick. Also. Oh, da ist ein Traktor. Vielleicht hat der nichts da. Zu seinem Traktor hat man. Kostet ja nicht viel. Dirk, verfolgen? Ja. Der hat wieder geguckt, weil er den gestern angequatscht hat. Hat er gleich gegrüßt. Ich dachte auch. Ja, ich habe ihn zurückgegrüßt. Die ganze Stadt, wie ist Bescheid hier? Ja, vielleicht sollten wir mal das Lokalblatt lesen, ja, die Lokalgazette. Die Kolumne, die lokale Kolumne. Was stand da? Ordnungsamt? Nee. Was so neue gibt hier in. weil sie was. Zwei bekloppte Fällen für ein Appel und ein Ei. Und ein Restaurantbesuch in Tilia, der feinste Ort am Platz. Feinste. Ach, wie schon. Zwei Personen, die vermeintlich als eingeschätzt haben sich als Baumfäller herausgestellt. Offizielle Entschuldigung. Sind nicht erwünscht. So. Folgen in der nächsten Folge. Ja, die wird das muss ich doch jetzt hier wohnen. Kommt denn mit ihr? Eruieren. Korrosion! Ich habe ja so die dumme Befürchtung, dass das da von dem hinten den Aufbau ist. Ja, alles mit rechten Dingen zu. Gib mal her den Klumpen, den kleben wir einfach mit Sekundenkleber wieder fest. Da, du, das ist ja nicht alles, da liegt ja noch mehr rum, als du losgefahren bist. Ja, alles gut. Ach, Dennis, was soll ich dir denn sagen? Also ich sag dazu erstmal, ich sag dazu nicht mehr, der soll jetzt 2 Jahre fahren. Naja, oder vielleicht ein Blumenauto, ja. Oder gleich. Ist heute vielleicht geschlossen oder was? Wieso ein Ditte? Sieht man hier, 13 Uhr. Wieso, was denn? Von, Aber ist doch offen.
Wirklich von 13 Uhr? Wie, was denn? Vom 5.11. bis 12.11. Tja. Bis 4.11. 13 Uhr. Wir haben heute. Oh. Gut, wir fahren mal weiter, mal gucken, ob wir überhaupt nichts finden. Ja, ja, ja. Ja, Dennis macht Kamera. Ich mach Kamera. Jo, mach mal Kamera. Reich mir die Hände. Kamera, reich mir auch die Hände. Kann ich da rumfahren? Ist das privat? Natürlich ist das privat. Na gut, dann stoppe ich genau hier. Ah, Mist, die Reifen am Tisch. Die Reifen am Tisch. Na, Luftlinie. So, übrigens, das ist hier ein Stück, was vom Auto abgefallen ist. Hier so ein Und ich überlege die ganze Zeit, wo das abgefallen sein könnte. Na, vom Auto? Ja, vom Auto, das auf jeden Fall, ja. Und ich wollte mein Tuch hier abholen in der Villa Tilia, Café Tilia. Tilia, Café da. Aber kein Tuch da, also beziehungsweise keiner. Keine Angestellten sind da. Gute Personal heutzutage zu finden ist. Schönes Haus, halt. Das gefällt mir sehr, sehr. Das gut. Haus da drüben. Da. Steht im Brief, ist gratis mit der dabei. Ist tatsächlich nicht eingetragen. Es ist dem TÜV aber auch nicht aufgefallen. Der Rost ist kein Problem, stand ja dann, oder? Wo? Ich meine, in der wir müssen einfach geradeaus weiterfahren. Sagen. Ja. In der Beschreibung von dem Auto steht doch Bestzustand. Das muss man eigentlich. Dein Vater hat es ja abgespeichert. Ich wünsche mir bitte. Bestzustand. Ich wünsche mir bitte, dass das abgespeichert bleibt. Ja, sicherlich. Für den nächsten Prozess, also wenn wir dann irgendwie, dass meine Frau... Ja, wir sind am Hotel sind wir gerade vorbeigefahren. Ja, was ist ein Hotel? Naja, da kann man aber wenn jetzt essen. Meine Frau, aber wenn jetzt meine Frau, wenn ich so jetzt sterbe, ja, und meine Frau dann muss ja irgendjemand... Gaststätte, meine Frau muss doch irgendjemand verklagen dürfen. Na, aber hier ist die doch, die Schenke. Nur für Gäste. Na, wunderbar. Oh, hier sieht es ein bisschen aus, wie unser Auto aussieht. Da. Vielleicht schließt sich hier der Kreis. Nee, warte mal, wie parkt man denn hier? Packt man so oder packt man links? Oder? Also hier steht parken nur für Gäste. Für Gäste. Nur für Gäste. Nur für also Gäste. Hier packt man so. Ist auch ja einfach. So, wir sind Gäste. Hopp. Oh, wir hätten hier auch aufgucken können. Da steht nämlich. Ah, hier, 15. Juni bis 14. September. Ah, 11 Uhr, ja. Aber wenn Saisonende, dann erst ab 13 Uhr. Ist die Saison zu Ende? Wer denkt denn daran? Hier, le Kamera. Kamerad. Immer dabei. Tja, du. Ich weiß es nicht. Naja, das sieht erstmal, das ist scheiße, wenn die frisch angestrichen sind unten. Dann siehst du natürlich nicht mehr. Ja, schlimm wäre, wenn das Aufbau irgendwas abbricht während der Fahrt und dann ist es beladen. Oh, immer, so eine Scheiße. Der Aufbau, der ist nicht richtig festgeschraubt. Der ist mit verrosteten Schrauben zusammengeschraubt. Wo die wohl herkommen? Wahrscheinlich ist das bei der Allgemeinzustand gekommen. Geh mal gucken. Achso, ja. Ach, ein DDR-Fahrradständer, ist jetzt schön. Guck mal, der hält immer noch. Ja, nicht so wie das Auto. Der Fahrenmast hoch. Ja. So, nicht so wie das Auto. Das ist eine Tuckerstätte hier. Ja, hier ist ein Aschenbecher. Guck. Hier ist eine Speisekarte dran. Wieso denn da? Unsere Region steht da. Nee, haben sie nicht. Hm. Ist ja auch nicht. Ist ja nicht. Hallo? Heute geschlossene Veranstaltung oder was? Na ja, hier ist ja keine Kneipe mehr. Nee, gibt's ja gar nicht. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Du siehst aus, als ob du aus dem Baugewerbe bist. Ja, wir bauen hier um, ja. Ja, das ist gut. Wir sind Baufäller und wir suchen zufällig gerade noch einen Häcksler. Oder hier so. Hier, halt. Genau. Kennst du da zufällig ihn? Oder irgendwer einen Traktor hat mit Zapfenantrieb? Gut, damit schönen Dank. Aber jetzt die nächste Frage. Wo kann man denn hier noch was essen? Da vorne ist zu. Saison zu Ende, alles. Wie gibt es nicht mehr zu essen über Winter? Na, aber die Baumfellsaison hat doch gerade angefangen. Ja, aber es sind zu wenig. Ach so. Es sind zu wenig. Aber warte mal. Ach nee, weiter. Wir kochen ja für die Rentner. Hier gibt es Nudeln. Aber wir sind schon alt. Ihr seid schon ganz schön alt. Müsstet da mal. Ich rede mal mit der Küchenfrau, ob die für euch. Das kostet 3,50 oder ein. Ja, ist egal.
Ich sage, Hunger habe ich jetzt nicht so, aber ich würde gerne einen Teller Nudeln für die Kuchen nehmen und einen Kaffee oder sowas. Ja, Kaffee geht auch. Ja, was für dich, Thorsten? BMX? Auf der hohen Kante? Das ist so ja noch irgendwas von Mieter gebaut ist. Favorit? Hinterrad, Rückbremse, Narbe, natürlich das Alter. Ist, Mieter, war? Oder, ja, Mieter ist das, war das, war? Oder wer hat noch BMX? Guck doch mal diese Flachdinger, ey, diese Flachaufnahme da. Wahnsinn. Ja, komm, runter. Ja. Hier ist schon lange nichts mehr. Ja, schade. Ja? Kann ich mal die Örtlichkeit benutzen? Kann man auch benutzen. Ja, danke. Boah, ist das gut. Oh, wirklich. Jetzt sind wir einfach hier gefragt beim Essen und kriegst du eins. Das ist natürlich auch so genial eigentlich. Das ist ja super. Kaffee kriegen wir, Essen kriegen wir. Mensch, moin. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, wa? Oder sind wir zu früh? Alles gut, kein Thema. Kommt noch jemand, ja? Ja, einer kommt noch, klar. Gut. Ist nicht billig für mich. Ah, hätte ja sein können. Ja, vielleicht kommt noch ein Nachschlag. Mal gucken, müssen wir mal sehen. Ist ja, wirklich. Bitte ja. Schön, Kaffee kommt auch gleich. Ja, super. Perfekt. Immer also. Noch, na klar. Gut, Dennis, mach hin. Essen ist fertig. So. Nee, ich habe ja heute Essen für die Turnhalle noch und da haben wir ja immer ein bisschen mehr und dann war es schon. Nee, da warten wir noch mit einer Enkelin. Naja, ich weiß nicht, wie lange der sich da einrichtet. Immer ruhig. Dauert eine Weile. Das soll gut durchdacht werden, was? Ja, man kennt das ja von sich selber, sag mal. Naja, aber. Dass das alles nicht so schnell geht, wie man es manchmal will, ne? Wie man braucht. Richtig. Oh ja, danke schön. Ja, das ist wie früher. Das Essen ist ein Schulessen. Und zum Altersgericht. Nein, ich finde die ja gut, wa? Das BMX-Rad von Mifa. Ja. Nee, ich bin satt. Ich muss ohne auf den Baum. Wahrscheinlich. Ja. Und nachher kommt Markus. Da müssen wir auch mal hin. Also müssen wir auch mitmachen. Müssen wir mitmachen? Ja, da müssen wir mitmachen. Ganz einfach. Aber er ist auch so relativ tolerant. Ist. Er könnte ja echt auf das Angebot auch beharren. Aber eigentlich ist er ein total netter. Ey. Ist eigentlich viel zu nett, bis er irgendwie der Anwalt sein kann. Na, ich glaube, das kriegt er schon hin. Irgendwie, also vielleicht kann er das ja auch trennen. Oder das ist. Ja, da ist nicht viel drin gewesen. Und? Warte! Das passt alles. Das ja, ist schön, super geil. War reichlich. Das ist schön. Perfekt. Ihr seid noch hier 5 Minuten, ja? Ja, müssen wir? Wir stehen auf die Küche auf, ja. Ach so, müssen wir, ja. Dann machen wir einen Sicherungskasten, kein Problem. 5 Minuten schaffen wir. Na, das ist eine Hohlwand, ne? Das ist mir dazu einscharlig. Das ist mal. Ach so, hallo. Hallo. Ach, da kommt der Genosse. Nee. Der, na, der da. Der, was ist das, ein Makake oder? Ach so, ja. Ist ja total sieht falsch. Sieht man doch, ja, Mensch. Ja, der wusste, dass es was zu futtern gibt. Ja. Wo gehören Sie denn hin? Wer, wir? Hä? Wir sollen auf die Küche aufpassen, ja. Wurde uns gesagt. Ist keiner da. Halt. Du darfst da nicht rein. Verkackt schon. Job. Den Job falsch gemacht. Hm. Hier hat man ein bisschen was zu tun, wa? Wer? Na, Sie, oder? Nö, das sieht nur so aus. Ach so. Ja, Sie wirken nur recht entspannt. Ja, ne? So. Finde ich auch. Hallo? Ist keiner da? Wie, keiner da? War keiner? Ja, wir sollen auf die Küche aufpassen. Die Bauarbeiter sind da. Wie bitte? Da ist gar keiner. Na, sag doch. Warum glaubt mir dann keiner? Die alle beten, aber weil das Auto da ist? Ach so, dann ist er mit Marys Auto.
Mary heißt sie. Ja, da kriegt man halt raus. Da muss man nur eine Weile warten hier. 5 Minuten hat sie gesagt. Das ist jetzt um, aber das ich mache auch Überstunden, ist kein Problem. Das sind wahrscheinlich arabische 5 Minuten. Das sind meine. Achso, ich habe schon gefragt, ob ein Proktologe im Haus ist. Das erklären wir jetzt nicht. Oh, da liegt bei Proktologe. Was spielt denn hier für eine Rolle? Wir waren gerade zufällig hier. Wir haben was zu essen gesucht. Genau, weil im ganzen Dorf gibt es ja nichts zu essen um die Uhrzeit. Nee, und wir, habt ihr was gekriegt? Ja, ja. Na, tatsächlich, hier. Dann wurden wir eingeladen, sozusagen. Ja. Also wurden wir reingebeten. Ich wollte gerade sagen, mit einladen ist hier nicht. Nee, einladen ist hier nicht. Wir mussten königlich bezahlen. Nee, ich das war wirklich auch gut. Irgendwas leben, genau. Und nun? Ja. Was passiert jetzt? Ja, voll, ich glaube, ich will mir mit meinem Mann einen schönen Abend machen, aber ich glaube, dann ist er sauer mit mir. Hast du ja schon gesagt jetzt. Nein, ich will in meinem Garten arbeiten und da brauche ich... Was, nur da? Wozu? Nur da. Achso, ja, sie hat sich gestern an der Brotmaschine geschnitten. Ach so, na dann ist das verständlich. Ich hätte mich mit einem Messer da geschnitten. Weil aus Sympathie oder einfach, weil es sich, hat sich so ergeben? Na, ist ja ein Ding. Da muss man aufpassen. Wo arbeitet ihr sonst? Na, jetzt gerade haben wir ein Grundstück hier, wo wir Bäume fällen. Deswegen gucken wir uns die Bäume so intensiv an, was wir hier so arbeiten. Nee, gerade durch. Ne, habe ich gesehen, ja. Gerade durch und früher haben wir händeringend gesucht. Hat er gerade noch gesagt, stand mal vorne, hat er gesagt, ach scheiße, jetzt ist der Auftrag schon erledigt. Na dann. Okay. Dann machen wir uns mal langsam. Vom Acker. Genau. Super, danke schön. Machen wir das lernen. Viel Spaß mit euch. Danke. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao. Ja. Oh, wir stecken in der Rille fest und kommen nicht mehr raus. Wir brauchen Allrad. Diesmal. Ja, müssen wir mal einen Blick rauswerfen. Halt doch mal hin, die Kamera da. Naja, ist richtig marontisch hier. Romantisch, meine ich natürlich. Ein schöner See und alles. Ach, ist das schon schön hier. Ja, Märkische Immobilien. Campieren und Zelten verboten. Was für Ding? Hier, Märkische Immobilien. Grundstücke, Häuser, Wohnungen. Na, das ist wahrscheinlich nur. Vielleicht ist es auch in deren Portfolio, aber das ist ja schon verkauft hier oben. Naja. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Hier vorne, hier hinten. Wo kann denn das herkommen? Ja, hier, Ladebordwand. Meinst du? Klappen wir die doch nochmal auf und gucken. Warte mal, war doch nicht so schnell. Ob die sich zerfällt. Die ist so sauber hier unten. Nee, das ist so. Oder von hier. Die Auflage rostet weg. Okay, wenn es nur das ist, so viel Schissen. Wie nur? Moment mal. Warten. Ist das nicht gut oder was? Das ist der Rahmen, der hier wegrostet. Kann man da unten ruf. Ist von unten halt zugeschmiert. Das ist das, was du nicht siehst. Hier. Das ist hier. Das müsste man also witten. Dann geh nochmal hoch, raus. Richtig entrosten. Da wird keine Arbeit mehr. Oder doch vielleicht, dann kann man es ja besser weiterverkaufen, war, wenn die Substanz erhalten ja, bleibt. Ich meine, muss man nicht machen jetzt. Aber müssen wir halt im Blick behalten. Ansonsten schmeißt du mal einen Baumstamm hoch und das fällt nach unten durch. Sozusagen, weißt du? Ach, mit dem ganzen Programm sagt er komplett durch sein. Was? Bitte? Ich habe gerade das Leben hier. Hi Dennis, am 16. November kommen Feriengäste. Ja, hab ich dir doch gesagt. Ja, du hast gesagt komplett, ja? Ja, ich hab das hier so vorgelesen, komplett. Alles muss bis dahin fertig sein. Ja, okay, denn, ich bin nass. Handschuhe sind nass. Zieht meine Schnittschuhzacke gleich an. Na, wenn ich dabei bin, bin ich dabei, ey. Na ja, dann lass uns doch den eben wenigstens. Hey, wir brauchen jetzt auf jeden Fall. Das ist doch auch in Ordnung, der soll ja sehen, dass er Arbeit macht. Das ist doch auch gut. Nee, kommt aber jetzt im Dunkeln hier an, ey. Nee, ich esse im Dunkeln. Nee, die sitzen ja aus wie Fotze, bevor du es noch gleich nochmal. Nee, die sitzen nicht aus. Das ist alles in Ordnung. Wir arbeiten ja. Wir sind jetzt nicht hier zum Saubermachen hier. Das hat er sich schon gewusst. Ich meine, da fegen wir halt immer durch oder was. Das ist doch alles in Ordnung, ey. Nein, also, wie gesagt, 4 Stunden müssen wir dafür einplanen. Auf jeden Fall. Okay, na dann bitte. Also, wenn ich jetzt so hochgehe, die Dinge entlaste, also 4 Stunden setze ich jetzt einfach mal an. Das ist zu überdimensioniert, aber die. Das ist doch in Ordnung. Überdimensionieren ist sehr gut. Das finde ich, ich bin Freund von der Überdimension. Ja, das geht nicht anders. Das muss man so einplanen. So. Dennis, guck dich den Baum nochmal an. Dennis, guck auf den Baum. Ja. Ah.
aus. Dennis, ein Blick. Ja, vor allem muss ich mich ja jetzt auch noch mit dem Hut stellen, hier mit dem Baum. Es ist ein lebendes Insekt. Du bist das Insektizid. Ich glaube, ich krieg erstmal noch einen Tee. Mach die mit um, sonst krieg ich weg in die Lippen. Die sagen so, die anderen so.
Jo, das war's. Das war der, dann sind da noch 1, 2, 3, 4. Boah, ey, noch 4 Stück. Tja, liebe Leute, das war's im Grunde genommen hier aus dem Moor. Jetzt erstmal. Wo ist er eigentlich gerade? Fast. Ich habe eine Wasserwaage gerufen liegen. Tja, aber gerade nicht zur Hand. Aber sehr schön, wunderbar. Jo. Na gut, als Zielscheibe. So, Armbrot. Funktioniert wieder, ja? Schön. Na, bei mir geht jetzt schnell. Den Schnipp, Schnapp, Schnupp. Ja, die war hier unten, die Maus. Halt, bitte. Ja. Ja, ja, meine ich auch. Hm. Ja, zu Hause. Endlich wieder zu Hause. Klingt schön. Kommt mir auch so hin. Mama hat da auch einen gekauft. Ja? Mama, ich packe mal den Kuchen wieder rein. Ist das schön, wieder zu Hause zu sein, auf alle Fälle. Und mit seiner Familie schön zu essen. Wie bitte? Mit seiner Familie schön zu essen, genau. Auch so. Ich will. So, mit Einlage. Rampen. Mami. Mami. Du kannst mehr sitzen. Du kannst bei ihr sitzen. Ich komme gleich. Ich muss nur warten, bis meine Suppe wieder warm wird. Ja, dann geh jetzt ich schneiden und dann macht er noch ein bisschen Ruhe und jetzt kommt sie zu dir. Was ist los? Du kannst hier sitzen. Ja, du kleiner Frechdachs. Ja, mit, die fühlt sich wohl, die Katze. Ich finde, du riechst richtig nach Kiefer. Also, ich mach Feierabend, sehen wir uns. Warte, morgen. Ja, vielleicht habe ich ja sogar morgen Nachmittag Zeit zu schneiden. Morgen wird mein Geburtstag nachgefeiert. Auch schön. Ja, André und Kerstin kommen doch nicht. Also wird mein Geburtstag doch nicht nachgefeiert. Auch schlecht. Und Elke kommt nicht. Der fällt also total ins Wasser. Und Lia kommt, weiß nicht. Also Lia hatte an deinem Geburtstag versucht anzurufen oder warst du weg? Wie? Da warst du gerade unterwegs mit Dennis, als er angerufen hat. Ja, so ein bisschen spät gewesen. Guter Mann, ich habe. Jetzt habe ich. Oh, der hat mich angemotzt am Telefon. Ja, wieso? Ich sagte dann zu ihm, naja, sehen wir uns Samstag, ne? Ja, wann war das nochmal? 13, 14 Uhr? Um 10. Ja, kann ich mir doch alles nicht merken. Ja, was ist der drauf, oder? Was sind denn von hier zu tun? Nee, die Huren von heute. Naja, gut. Also, bis morgen.